Und was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute haben wir wieder mal was ganz Besonderes am Start, denn ich bin bei einem FIFA YouTube Cup dabei, beim Cup namens FIFA Active Cup. Und ja, Freunde, Veranstalter natürlich FIFA Active. Und wir haben heute auch schon die Ehre, gegen ihn höchstpersönlich zu spielen. Insgesamt gibt es 12 Teilnehmer, Link zu denen ist natürlich in der Videobeschreibung. Und wir sind in einer Gruppe, in einer Dreiergruppe, das heißt 4 Dreiergruppen. Wir sind in einer Gruppe mit FIFA Active und Tea Time FIFA, auf jeden Fall beides richtig coole FIFA-YouTuber, würde ich mal so sagen. Und ja, Freunde, das ist unser Squad, mit dem wir antreten. Wir können mit allen möglichen Spielern antreten. Warum habe ich hier nicht Sergio Ramos? Weil er eine rote Karte hat und ich habe einfach keinen Bock gehabt, ihn jetzt einfach so abzustoßen. Deswegen haben wir hier Fernandes, der hat aber auch akzeptable Werte mit 76 Tempo. Dann haben wir Messi und Dumbia. Dumbia natürlich overpowered as fuck. Aber ja, Freunde, ich finde auf jeden Fall, Dumbia ist ein starker Mann, 4 Sterne Skills. Ich werde jetzt nicht einfach nur durchpacen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr unfair. Ja, Freunde, es gibt auf jeden Fall keine speziellen Regelungen, natürlich keine Push-Karten und keine Leihspieler. Aber sonst ist es ein ganz normales FIFA-Turnier unter YouTubern. Und ja, Freunde, dann würde ich eigentlich schon sagen, starten wir auch schon ins Spiel gegen den FIFA Active. Falls ich noch was vergessen habe, wird das jetzt eingeblendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im Spiel. So, Freunde, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass es kein Hin- und Rückspiel gibt, sondern einfach nur ein Spiel gegen FIFA Active und ein Spiel gegen Tea Time FIFA. Und da sollten wir auf jeden Fall beide gewinnen, um auf jeden Fall noch im Rennen zu bleiben. Und Freunde, ich muss euch echt mal sagen, es ist so verdammt heiß hier bei uns. Also bei mir, also auf jeden Fall in Österreich, es ist extrem heiß, es ist unglaublich, es hat über 30 Grad im Haus, okay, also draußen hat es locker 35 Grad und ich schwitze hier unglaublich stark, also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so heiß ist, wie viel Grad, schreibt es einfach mal rein und jetzt sehen wir uns auch schon im Spiel. So, Freunde, da sind wir auch schon beim Patrick von FIFA Active. Ja, Freunde, wir spielen heute gegen ihn und ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die Links zu allen Teilnehmern in der Beschreibung sind. Ja, Freunde, dann starten wir jetzt auch schon das Spiel. Wir spielen mit den Trikots, denke ich, und er mit seinen USA-Trikots. Ich bin richtig gespannt auf sein Squad. Was hat er sich, hier zusammengebastelt? Gareth Bale, Marco Reus und Lewandowski im Sturm dazu. Joe Hart im Tor, Alaba und Nuchua. Oder wie man ihn ausspricht. Dann noch 2 Team of the Seasons. Müller in vom Danilo. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und da würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der ersten guten Situation. Oh shit. Chiellini. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, das ist Fernandes, weil er hier so langsam war. Aber Chiellini anscheinend auch nicht der schnellste. Lewandowski hier mit der ersten Situation. Der Ball geht zum Glück noch ans Außennetz. Oh, Rodriguez setzt sich hier wunderbar durch. Und jetzt laufen wir einfach mal, bringen die flache Flanke und das war noch ein Foul. Oh mein Gott, Joe Hart, was tust du? Die Situation ist aber noch heiß, aber der Gegner kann den Ball dann doch noch abfangen. Aber was war das für eine Situation? Joe Hart grätscht den Ball hier von der Linie. Oh, Dumbia steht und rennt. Jetzt komm jetzt, Dumbia, ich muss das Tempo einfach ausnutzen. 96 Tempo und eine Hunterkarte und er macht den Ball sogar auch rein. In der 26. Minute steht es 1:0 für uns. Sehr, sehr wichtig dieses Tor. Wir müssen ja wirklich dieses Spiel gewinnen, sonst sind die Träume sozusagen vom Titel schon, keine Ahnung, ausgeträumt, wenn man das so sagen kann. Dumbia mit der Nummer 9 macht das 1:0 richtig, richtig stark. Gareth Bale, der ist natürlich schnell, aber Fernandes, die Silberkarte, oh mein Gott, ah, fuck. Fuck, oh mein Gott. Wunderbare Parade von Lopez im Tor. Das hat auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Reus kommt hier zum Abschluss. Oh, Messi, Zucker, Messi. Messi mit dem schönen Hacke-Zacke, mit dem rechten. Joe Hart ist wieder zur Stelle und Messi holt sich den Ball aber nochmal. Wieder mit dem Hacke-zu-Hacke, spielt den Ball zurück. Wir spielen auf Marquise und der probiert es mal aus der Distanz. Joe Hart macht hier wirklich eine gute Partie. Wieder ein toller Reflex und dann gibt es auch noch die anschließende Ecke. Und die werden wir reinflanken einfach mal. Schauen wir mal, ob Chiellini den verwerten kann. Oh shit, oh shit. Schade. Spiel auf Dumbia. Komm, spiel nochmal in die Mitte auf Rodriguez und der hat einen Bums. Ah, schade. Habe ich eigentlich nicht mehr gedacht, dass der noch in die Richtung des Tor kommt. Und ja, Freunde, dann ist auch 1:0. Halbzeit, ja. Dann ist auch 1:0. Dann ist auch Halbzeit 1:0 so rum. Ja, Freunde, wir führen mit 1:0. 5:2 Torschütze. Schütze auf Tor 3:2. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Er hatte auch gute Situationen, aber Dumbia ist einfach ein absolutes Biest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Ich muss mich hier echt aufs Spiel konzentrieren. Ist richtig, richtig schwer, wenn es so verdammt heiß ist. Wenn dann auch noch alle Konsolen laufen, der PC läuft. Ja, und alles läuft hier. Und deswegen macht das noch mehr Hitze. Und es ist einfach verdammt heiß. Jetzt gibt es ja mal die Ecke für den Gegner. Müller flankt den Ball jetzt, denke ich. Ich spiele nochmal zurück. Und scheiße. Oh mein Gott, Lopez mit einer wunderbaren Parade. Der Ball war noch abgefälscht.
Gareth Bale ist natürlich schnell auf der Seite. Den müssen wir jetzt hier stoppen. Oh, macht ja einen schönen Spin. Marcelo Lopez ist zur Stelle. Lopez auf jeden Fall. Der Mann des Spiels gleich nach Dumbia, würde ich sagen. Oh mein Gott, dieses Foul. Wieso in Zeitlupe? Ich hoffe, es gibt jetzt keine rote Karte, aber ich sehe oben nichts. Und ich hoffe, es gibt auch keine rote Karte und es gibt gelbe Karte für Konko. Auf jeden Fall in der 62. Minute immer noch 1:0 für uns. Konko jetzt mit der gelben Karte. Und es ist auf jeden Fall verdammt heiß. Das Spiel ist extrem spannend und echt schwer zu spielen. Lewandowski auf Bale und Bale ist natürlich sauschnell. Scheiße, was war das für ein Fehler? Kein Freistoß. Zum Glück, ich dachte schon vielleicht sogar Elfmeter, aber zum Glück gibt es hier keinen Elfmeter. Und wir fahren jetzt gleich mal den Konter. Über Dumbia und Messi. Dumbia und Messi, das sind natürlich zwei richtig starke Spieler. Dumbia kommt nochmal an den Ball. Messi ist allein durch. Messi. Oh mein Gott, Alter. 81. Minute. Messi macht den Ball nicht. Liegt hier nur faul am Boden herum. Gareth Bale, bitte nicht. Oh mein Gott, Lopez ist noch zur Stelle. Das hat er auf jeden Fall richtig stark gemacht. Ah, Chiellini. Oh mein Gott, bitte nicht. Lopez, du bist ein Gott. Oh, Rodriguez, zum Glück, komm jetzt. Ja, die Partie ist vorbei. Wir gewinnen 1:0. Wir haben am Ende richtig viel Glück gehabt. Im Endeffekt auf jeden Fall eine sehr ausgeglichene Partie. Schaut auf jeden Fall bei allen Teilnehmern in der Videobeschreibung vorbei. Es sind richtig coole YouTuber dabei. Und auch bei natürlich beim FIFA Active. Der macht dann auch immer so Spielanalysen, also Spieltaganalysen wie bei der Sportschau oder wie bei der WM-Quali das damals war. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Links sind alles in der Videobeschreibung. Checkt einfach alles Mögliche ab, Freunde. Ich freue mich einfach nur, dass wir jetzt diese Partie sozusagen für uns entscheiden konnten. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne abonnieren oder auch nicht, wenn euch mein Content gefällt oder auch nicht. Und ja, Freunde, dann war's das. Ich bin richtig, richtig glücklich, dass wir gewonnen haben. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao, Leute. FIFA Stars.